Es wird eine Nachspielzeit ausgerufen von sage und schreibe 5 Minuten, was schon Teil des Problems ist, denn bis heute fragt man sich, wo holt das Schiedsrichterteam 5 Minuten her? So, aber 5 Minuten Nachspielzeit, ja. Hertha schien es auch eigentlich fast schon überstanden zu haben. Und dann kommt es zum Videobeweis in der 90+6. Ist es dann. Denn es hat einen Zweikampf gegeben zwischen Linus Gechter und dem aufgerückten Patrick Erras. Anna, ab jetzt freie Fahrt. Was ist passiert? Was passiert loslassen, danach? Und warum bist du loslassen. Sauer? Erstmal muss man ja sagen, dass ich weiß gar nicht, in welcher Minute das Foul war. Wahrscheinlich 90+4 oder so. Denn, also man kann ja noch mal kurz die Szene beschreiben. Wir befinden uns im Strafraum. Linus Gechter möchte den Ball rausschlagen und der Kieler möchte den Ball auch spielen. Und beide, ich beschreibe das jetzt mal so neutral, wie es geht, scheppern ziemlich heftig mit den Füßen gegeneinander. Welcher Fuß vorne, hinten, oben, unten war, war natürlich auch erst recht aus Stadionsicht überhaupt nicht zu erkennen. Aber der Kieler lässt sich fallen, bleibt liegen im Strafraum. Linus Gechter fällt auch erstmal hin, hält sich den Fuß und rappelt sich dann auf und schleppt sich da irgendwie so auf einem Bein hüpfend weiter, weil er merkt, es wird weitergespielt und Kiel ist in Ballbesitz. Und erst eine Minute später, als der Ball ins Aus geht, wird der Einwurf Ewigkeiten nicht ausgeführt. Ich dachte erst kurz schon, jetzt wird abgepfiffen. Und dann irgendwann stellte sich heraus, okay, der Schiedsrichter hat den Finger am Ohr, er ist offensichtlich mit dem Videoschiedsrichter in Kontakt. Dann dauerte es nochmal Ewigkeiten, bis überhaupt auf der Anzeigetafel mal zu erkennen war, um welche Szene es eigentlich, also was gerade überhaupt überprüft wird. Nämlich, ist es eigentlich korrekt, dass hier kein Elfmeter gegeben wurde? Und dann schaut er sich die Szene an. Inzwischen sind wir dann bei 90+8 oder 6 oder was? Also in 90+6 wird entschieden, dass er sich nochmal angucken soll. So, und nach dann, anderthalb Minuten schon mal, ne? Richtig. Also, und zu dem Zeitpunkt, also er hat 1,5 Minuten für die Entscheidung gebraucht, aber zu dem Zeitpunkt war das Foul selbst ja auch schon Minuten her. Nee, also 1,5 Minuten vom Videoschiedsrichter sich zu entscheiden, schicken wir ihn raus oder nicht. Und dann braucht er nochmal auch 2 Minuten oder so. Genau, schaut sich die Bilder wahrscheinlich aus auch x verschiedenen Perspektiven. Und ich weiß noch, ganz kurz, Tempo. Ich habe es ja am TV geguckt und ich weiß noch, Sky hatte dann die Szene rausgesucht, weil schon genau, das soll jetzt überprüft werden oder so, weil man sah auch, wie Patrick Erras sich beschwerte und Toni Leisner ihn so nach vorne schubste, so von wegen, jetzt spiel weiter, hier war nichts und die Szene kommt und ich gucke mir die auch einmal an und denke mir, ja, klar, gut, geht gleich weiter. Ich habe die auch so abgewunken, für mich stand überhaupt nicht zur Debatte, dass das ein Elfmeter sein könnte. Im Stadion war so vielen um mich herum auch nicht mal klar, um welche Szene es überhaupt geht. Also gut, ich meine, das ist jetzt auch nicht der Gradmesser dafür, ob es ein Foul ist oder nicht, ob jetzt alle Leute im Stadion schnallen, was passiert. Aber es war einfach zu dem Zeitpunkt auch absurd lange her, dann ewige Entscheidungsfindung und dann die Entscheidung, dass es Elfmeter gibt. Besonders bitter, dass Ernst dann auch noch die richtige Ecke hat und trotzdem nicht dran ist. Oder ich weiß nicht, ob er vielleicht sogar ein bisschen dran ist, aber ihn auf jeden Fall nicht hält. Und es dann 2-2 steht. Was ist ein Moment der Leere? Ich weiß ehrlich gesagt überhaupt nicht, wo ich anfangen soll, weil ich muss sagen, man ist ja als Hertha-Fan wirklich leid erprobt. Und ich, es kotzt mich an, aber ich ertrage es, wenn Hertha schlecht spielt. Damit muss man sich irgendwie abfinden. Das ist so, das ist Teil des Fanseins, wenn man Fan von Hertha BSC ist. Aber was ich wirklich nicht packe, sind Entscheidungen von außen, die dann so spielentscheidend sind. Es ist mir vollkommen unklar, warum der Videoschiedsrichter sich überhaupt meldet. Das ist der Punkt. Der Schiedsrichter steht da. Er sieht die Situation und er bewertet sie. Wenn er sie gar nicht gesehen hätte, hätte er mit dem Rücken dazu gestanden. Okay, dann verstehe ich auch noch, dann muss er sich das wenigstens mal angucken. Aber er sieht die Situation mit seinen Augen, er bewertet sie und er entscheidet, das ist kein Elfmeter. Warum meldet sich der Schiedsrichter, Videoschiedsrichter, der sich nur dann melden darf, wenn es eine klare Fehlentscheidung ist? Es kann keine klare Fehlentscheidung sein, wenn ganz Deutschland seit Freitag darüber diskutiert und 50 verschiedene Standbilder aus x Perspektiven braucht, um darüber zu sprechen. Wessen Fuß war drüber, drunter, war das drüber gehalten und stürmerfaul? Wer von den beiden hat eigentlich den Ball gespielt?
ist das anhand der Flugkurve des Balls zu erkennen, wer möglicherweise zuerst den Ball getroffen hat. Ich habe nicht Physik studiert, ne? Aber ich halte es zumindest für unwahrscheinlicher, dass der Ball dahin fliegt, wenn Patrick Erras ihn zuerst berührt hat. Vor allem nur berührt, denn er führt keine Spannung, durch seine Hände. Er hat auch keine Spannung auf dem Fuß. Richtig. Deswegen hat es übrigens auch so wehgetan. Gut. Ich glaube ja auch, dass Patrick Erras einen Kontakt gespürt hat. Offensichtlich, den spürt man. Denn offensichtlich gab es einen Kontakt, aber garantiert richtig wehgetan. Für beide bezweifle ich auch nicht, aber nur weil es wehtut. Nee, ich glaube nicht. Nein. Er hält ja, also er wird ja unter der Sohle getroffen. Er wird ja nicht am Knöchel oder so getroffen. Ja, aber also ich glaube schon, dass es. Also aber ich meine, Linus Gess hat ja schon ziemlich durchgezogen. Aber darauf kommt es nicht an. Warum meldet sich der Videoschiedsrichter? Und wie man dann bei einer 50-50-Entscheidung, die das Spiel entscheidet, dann zu dem Ergebnis kommt, ich gebe jetzt hier einen Elfmeter, das verstehe ich nicht, werde ich auch nie verstehen. Und das bezieht sich nicht nur auf diese Entscheidung. Es ist auch egal, ob es in der 96. entschieden wird oder in der ersten Spielminute. Ein Elfmeter ist ja, wenn man mal 90 Minuten, dieses Spiel dauert 90 Minuten, und wenn man sieht, was für einen Wert ein Elfmeter im Verhältnis zur Spieldauer und so weiter hat und was man alles kreieren muss. Ein Elfmeter, ganz kurz, da kann ich eine Zahl zu nennen. Ein Elfmeter wird, glaube ich, nach wie vor bei Expected Goals mit einem Wert von 0,76 ausgegeben. Ja, also mit einer 76-prozentigen Wahrscheinlichkeit ist ein Elfmeter drin. Das gibst du der Mannschaft. Richtig. Ja. So, und dass man dann in einer Situation, wo es gibt völlig klare Elfmeter, dass es verschiedene Abstufungen gibt, wie klar oder unklar ein Elfmeter ist und ob das garantiert einer ist, das ist auch völlig klar. Aber wenn das so eine Zweifel, also eine Entscheidung ist, die so zweifelhaft ist, dann kannst du den aus meiner Sicht nicht geben, und das sage ich nicht nur in Bezug auf dieses Spiel, sondern das meine ich ganz, ganz generell. Es kann nicht sein, dass der Schiedsrichter das Spiel entscheidet, indem er eine Entscheidung trifft, die man so oder so hätte treffen sollen. Dann muss man die Entscheidung treffen, die auf den Spielverlauf und auf das Ergebnis weniger Einfluss ausübt. Und deswegen bin ich auch immer noch sauer, und deswegen komme ich über die ganze Geschichte auch so schlecht hinweg, weil wenn wir uns in der 96. Minute, zu der es auch nicht hätte kommen dürfen wegen der blöden Nachspielzeit, aber wenn wir uns trotzdem in der 96. Minute durch schlechtes Verteidigen das 2-2 gefangen hätten, dann wäre ich auch angepisst gewesen. Aber nicht in der Art und Weise. Und also, ich hadere immer noch. Immer noch hadere ich. Das ist mein Roman Empire. Mit der Entscheidung am 6. Spieltag der letzten Saison gegen Leverkusen, wo dieser Elfmeter nicht gegeben wurde, obwohl das war das klarste Handspiel, was du in einem Strafraum haben kannst, und der Videoschiedsrichter meldet sich. Der war nicht ausgestreckt, der Arm, Anna. Mein Gott. Und noch heute denke ich an dieses Spiel und denke, es kann nicht sein, dass wir da unentschieden gespielt haben. Hot Take, wir wären auch nicht abgestiegen letzte Saison, wenn wir dieses Spiel gewonnen hätten. Das Momentum wäre auf unserer Seite gewesen. Richtig. Ja, aber so, ja, noch heute hadere ich damit, und ich werde auch mit dieser Entscheidung und mit diesem Spiel werde ich bis zum Ende der Saison und vielleicht auch darüber nicht abschließen können, weil es mich wurmt, dass ein Spiel, und was über 90 Minuten gut gespielt wurde von Hertha. Wir haben das, Max, du hast das ausführlich erklärt, der Matchplan ist aufgegangen, Hertha hat es gut gemacht, Hertha hat es konsequent gemacht und so weiter. Und dass dann am Ende dieses Tor so zustande kommt, ich find's ungerecht, und es braucht mir auch keiner kommen mit, aber Kiel hatte so viel Ballbesitz, ist mir wurscht. Oder ausgleichende Gerechtigkeit zu dem Elfmeter im Hinspiel. Können wir manche Spiele gar nicht erst anpfeifen, wenn Drama regeln soll. Ja, also, richtig. Das ist der, so, und auch Ballbesitz, darauf kommt es nicht an. Also Entschuldigung, das ist einfach nicht die Maßeinheit, mit der wir messen, wer ein Spiel gewinnt im Fußball und wer nicht. Und viele Mannschaften sonst ein Problem, Ja, also der Elfmeter ist es, nochmal, du kannst, also ich verstehe, erstmal in Spielerstimmen hat Gechter sogar auf der Hertha-Seite, beziehungsweise wurde es dann geschrieben, zitiert, er hatte nicht das Gefühl, ihn zu treffen. So, das sagt ja auch nochmal was aus. Und wie kann man da nicht als Schiedsrichter reflektieren? Der Videoassistent braucht gerade anderthalb Minuten. Was reden die da überhaupt? So lange, welche Situation wird überprüft? Dann anderthalb Minuten als Bastian Dankert da draußen zu stehen und zu denken,
meine Tatsachenentscheidung war eigentlich kein Elfmeter. Ich brauche jetzt auch 2 Minuten, um hier vielleicht zu überlegen, ah, wird der getroffen oder nicht? Ach komm, gut, der Schiedsrichter, der Videoassistent hat mich gerade rausgeschickt, das wird schon was gewesen sein, Elfmeter. Das ist so, es macht mich rasend. Du wirst mir keine Einstellung mehr zeigen können, wo du beweisen kannst, dass das eine klare Fehlentscheidung ist und dass das ein Elfmeter für es gibt diese eindeutige Szene nicht. Nee. Und das ist ja der Punkt, es gibt ja auch keine eindeutige Szene, die Linus Gechter entlastet, aber ist doch scheißegal, es gab eine Tatsachenentscheidung. Warum wird der Schiedsrichter in dem Moment fast schon overruled? Ja, das, weil der Videoschiedsrichter, das ist ein Assistant Referee. Ja. Der soll helfen. Das steckt im Namen. VAR, Video Assistant Referee, der soll unterstützen. Ich habe wirklich das Gefühl, die Leute, die auf dem Feld stehen, die tun mir fast leid, die werden ja verunsichert. Die werden auch verunsichert und sehen dann Zeitlupen, die eine Situation ganz anders bewerten. Völlig verzerren. Und es macht mich so, ich konnte Mats Hummels in der Champions League verstehen, der da halb ausgerastet ist und einem, wo es dann auch wirklich Leute, die Dreistigkeit besitzen, zu sagen, ja, aber es gibt Szenen, die zeigen, dass es Kontakt gab. Ja, es ist auch ein Kontaktsport. Also wo fangen wir denn hier gerade an? Also diese verwissenschaftliche des Fußballs. Ey, ich liebe auch Daten. Ich bin auch ein Nerd. Ich will auch möglichst, ich möchte auch alles objektifiziert haben. Ich verstehe das. Aber an irgendeinem Punkt macht's den Fußball wirklich kaputt. Und es raubt dem Spiel so die Seele. Ja. Und das sage ich auch, wenn ich Spiele ohne Hertha-Beteiligung gucke und wie der Videoschiedsrichter kommt. Ich mir denke, das kann nicht sein. Nein. Es ist auch so belastend für alle im Stadion. Das ist ja noch schlimmer. Es ist ja noch keine schlimmer. Kommunikation. Es ist ja von vorne bis hinten einfach mir nicht klar, wie man dann auch in dieser Analyse, wir hatten 94 Entscheidungen, davon waren 87 richtig und 7 hatten wir komplett falsch entschieden. Dann werden wir nicht die 100% bekommen. Ja, aber wenn es nicht zu es macht, also das Schlimme ist ja, weil wir eine Überprüfung haben und es dann nochmal falsch entschieden wird, das macht es sehr schlimm. Und das verstehen die, glaube ich, nicht. Ja, genau. Wir haben einfach die eine Diskussionsebene für die nächste verlassen. Und vorher konnten wir noch von menschlichem Versagen reden, was einfach viel leichter zu akzeptieren ist, als 17 Menschen haben sich das nochmal auf dem Monitor angeguckt und dann die falsche Entscheidung getroffen. Hat viel mehr Tragweite. Und jetzt auch entfernt mal einen auch viel mehr vom Spiel. Ja, und jetzt auch mal raus aus dem Stadion, weil das ist ja dann eh nochmal was anderes, aber das führt ja genau zu der absurden Situation, dass der Großteil der Menschen, die Spiele gucken, sitzen vorm Fernseher, haben dieselben Bilder, sehen die Bilder und können schneller entscheiden, 90, oder? So, und unabhängig, ob sie schneller entscheiden oder nicht, aber 90% würde ich jetzt mal behaupten, kommen zu Ergebnis A und 10% zu Ergebnis B, aber meistens ja ist schon der Großteil. Wie? Wir sind ja alle keine ausgebildeten Schiedsrichter. Ja, so. Und dann, aber man hat dieselben Bilder zur Verfügung und das war ja eben vorher nicht der Fall. Also das ist ja klar, wenn du als Schiedsrichter auf dem Feld stehst, hast du eben keine Wiederholung. Aber der Videoschiedsrichter schon. Und warum der dann in gewissen Szenen zu so einem völlig absurden Ergebnis kommt. Und ich meine, das hier ist ja noch nicht mal das Absurdeste. Also ich meine, es gab ja schon auch noch 10-mal schlimmere Entscheidungen, die es halt Gott sei Dank dann nicht härter betroffen haben. Und das ist einfach unverständlich. So, und noch jetzt schlimmer zum Abschluss möchte ich gerne noch mal Florian Niederlechner zu dem Thema hören. Ah, Sekunde. Scheiß Videogewalt! Den haben wir nämlich auch hier. So. Boah. Aber genauso, ich glaube, also nochmal, da Schiri-Leistung, genauso, also wäre das bei Hertha passiert, Real gegen Valencia. Ich weiß nicht, ob ihr das da mitbekommen habt. Schon wieder. Also muss ich hoffe, jeder, der jetzt gerade die Szene vor Augen hat, kann nachvollziehen, wie viel Wut auch als Nicht-Real-Fan da in mir hochgekommen ist. Und dann Bellingham die rote Karte im Nachhinein zu geben, weil er gesagt hat, it's a fucking goal. So. Ja, ich glaube, wir haben uns sehr, sehr gut und ausführlich erläutert, warum wir diese Entscheidung nicht nachvollziehen können. Ich habe mir ein bisschen Wut von der Seele reden können. Das ist schön und da sage ich schönes schon mal Fazit. Danke. Anna, wie geht's dir im Stimmungsbarometer? Jetzt doch schon, bin ich beinahe bei einer 7 angekommen. Wut als Katalysator, ne? Ja. Ja, ja. Nee, ist auch gut. Finde ich gut.
Schlagi getippt.